Hi, hi, willkommen zu einer neuen Quarantine School Folge. Habt ihr Lust auf ein Quiz? Es geht diesmal um Architektur. Ein Architekturquiz. Drei Fragen zu Ludwig Mies van der Rohe. Okay, auf geht's. Also, Frage Nummer 1. Mies van der Rohe wurde bekannt durch den Satz A, B oder C. Wer weiß es? Wer weiß es? A. Weniger ist mehr. B. Architektur ist erfrorene Musik. C. Architektur hat mit Kunst nichts zu tun. Hier seht ihr ein Bild von dem guten alten Ludwig. Mies wird er auch abgekürzt. Ein sehr bekanntes Bild, wie er hier in seinem Freischwinger, den er auch entworfen hat, sitzt. Hier unten habt ihr eine Bildunterzeile, nennt man das BU, Bildunterzeile. Da, BU, Bildunterzeile hier steht, leidenschaftlicher Raucher, Mies van der Rohe, Foto Werner Blaser. Na, wisst ihr es? Weniger ist mehr, Architektur ist erfrorene Musik oder Architektur hat mit Kunst nichts zu tun. Ich verrate es noch nicht. Zweite Frage. Zu seinen bekanntesten Werken zählt, hier seht ihr ein Foto von diesem Werk, ist das A, die Neue Nationalgalerie, also ein Museum, 1967 gebaut. In Berlin steht das, in Deutschland. Oder ist das etwa die Lobby von einem Flughafen? Und zwar von dem weltbekannten TWA Flughafen Terminal, 1962 gebaut. In New York, dort steht es noch, in den USA. Oder ist das C, das Erdgeschoss von der weltbekannten Villa Savoy, 1931 gebaut, in Frankreich, in Poissy. Hier unten seht ihr wieder eine kleine Bildunterzeile. BU, schnörkellos, Mies van der Rohe steht für Minimalismus, Foto Balthasar Koh. Ja, der hat schon abgefahrene Sachen gemacht. Übrigens, wenn ihr die Antwort sucht, ihr könnt natürlich einfach googeln, da werdet ihr viel finden. Oder auf der Wikipedia-Seite schauen, wikipedia.org, moderne Architektur, da werdet ihr auch die Antwort finden. Das ist also Frage Nummer 2. Wisst ihr die Antwort? Frage Nummer 3. Schaut euch mal diesen formschönen Sessel an. Mies van der Rohe hat nicht nur Häuser entworfen, sondern auch Möbel. Dieses Werk, das hier, namens Barcelona Chair, 1929 entworfen mit Lili Reich zusammen, war besonders Punkt, 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 A, B oder C. A, weil hierauf der spanische König gesessen haben soll, oder B, weil es als erstes Möbel im IKEA-Möbelhaus verkauft wurde, oder C, weil es von den Nazis verboten wurde. Wer weiß es, wer weiß es? A, B oder C. Und auch hier gibt es wieder eine Bildunterzeile. Könnt ihr das hier sehen? Hier steht Eleganz auf vier Beinen, Doppelpunkt, der Barcelona Chair. Und hier ist eine Quellenangabe, ein Link. Und hier unten steht auch, Antworten finden Sie hier, Wikipedia, Barcelona Sessel. Und das war's auch schon. Das sind die drei Seiten. Und ganz zum Schluss gibt es noch einen Steckbrief. Die wichtigsten Infos zu dieser Person. Ist natürlich nicht so einfach. Also der Mies van der Rohe hat ja wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ja? Also das zu reduzieren auf jetzt so eine Seite, ist nicht so einfach. Aber das ist ja genau die besondere Schwierigkeit an so einem Buch. Hier ist ein Steckbrief. Name Mies van der Rohe, Vorname Ludwig. Geboren 27. März 1986 in Aachen in Deutschland. 17. August 1969 gestorben in den USA in Chicago. Er ist nämlich ausgewandert aus Deutschland. Ist nicht wirklich vor den Nazis geflohen, könnte man jetzt meinen. Er hat mit den Nazis auch paktiert, hat auch für die gebaut. Ja. Ist aber, hat Karriere gemacht in den USA. Stilrichtungen, Hashtag Moderne, Hashtag International Style. Bekannte Werke, hier drei Stück, die ja, sehr bekannt sind von Mies van der Rohe. 1929 der Barcelona Pavillon, wo er auch den Barcelona Chair hingestellt hat. In Barcelona natürlich. 1951 das Farnsworth House, eines meiner Lieblingswerke von Mies van der Rohe. Es ist wirklich ganz elegant. Es ist dieses hier.
ein schwebender Pavillon, ein Wunderwerk aus Glas und völlig unbrauchbar. Die Frau Farnsworth, die Auftraggeberin, die da eingezogen ist, die hat ja, viel prozessiert gegen Mies van der Rohe, gegen den Architekten, weil es da einfach viel zu heiß war und im Sommer und viel zu kalt war im Winter. Das war wirklich bauphysikalisch eine Katastrophe. Sie konnte da wirklich nie so wirklich drin wohnen, aber es sieht einfach wirklich wunderschön aus. Eher wie so ein kleiner Tempel. 1958 Seagram Building, eines der wunderschönsten Hochhäuser in New York, New York City, USA. Seagram ist so eine Whisky oder so ein Alkoholgetränk. Und hier ist noch ein Hinweis, wer diese Coverzeichnung gemacht hat. Das hat Patti Pitolea gemacht. Ja, also das ist ein Architekturquiz, ein Büchlein. Und dieses Büchlein, das kann jeder Mensch einfach ausdrucken. Und es ist super einfach gefaltet. Man braucht kein Tacker, auch keinen Tesafilm. Schaut mal. Das ist nämlich ein sogenanntes Minibook. Ja, das ist ein A4-Blatt. Das kann man mit einem A4-Drucker einfach zu Hause ausdrucken oder gleich für eine ganze Gruppe mehrfach ausdrucken. Kann man dann so zusammenfalten. Man muss es einmal hier schneiden. Ja, und dann hat man wirklich so ein kleines Büchlein. Okay? Und ich möchte euch gerne zeigen, wie man so ein Architekturquiz macht, so ein kleines Minibook. Dafür braucht ihr einen Laptop, ihr braucht eine Internetverbindung und ungefähr ja schon 1 Stunde bis 2 Stunden oder auch mehr Zeit, weil die Recherche, das dauert eigentlich am meisten Zeit. Okay? Legen wir mal los. Wie macht man so ein Buch? Bevor wir zur Technik kommen, zur Software, also wie man die Schrift einstellt und wie man die Bilder einfügt und so weiter, bevor wir das machen, müsst ihr eine Sache klären. Und zwar den Inhalt. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel selber mal so ein Büchlein machen wollt über eine Persönlichkeit, das muss ja jetzt kein Architekt sein, vielleicht recherchiert ihr ja gerade zur Modedesignerin des, keine Ahnung, des 19. Jahrhunderts oder Ritter im Mittelalter oder Wikinger oder was auch immer oder Schauspielerin in Nollywood, keine Ahnung, ja. Also dieses Heftchen ist wirklich eine tolle Alternative zum Referat, weil es nämlich so aktivierend ist, um etwas herauszufinden über diese Person, muss die Person, die das liest, ein Quiz erstmal lösen. Und diese Fragen, ja, die kann man ja auch wirklich nur dann beantworten, wenn man sich wirklich mit der Person auseinandersetzt. Das ist eigentlich so der Clou, ja, das didaktische Besondere an diesem Architekturquiz. Die Antwort übrigens auf diese drei Fragen bekommt ihr natürlich von mir, aber erst später am Ende von diesem Video. Also, wie macht man so ein Architekturquiz? Erstens, ihr müsst die drei Fragen euch vorher überlegen. Nicht erst, wenn ihr das layoutet, also am Computer erstellt, sondern vorher. Vorher müsst ihr euch überlegen, was werden die drei Fragen sein, die ich hier in dem Büchlein reinschreiben werde. Für viel mehr Platz ist gar nicht, weil auf der einen Seite, ne, hier auf der einen Seite ist immer die Frage und auf der Seite ist immer ein Foto. Ich habe jetzt ganz bewusst immer Schwarz-Weiß-Fotos gewählt. Das liegt daran, weil die meisten von euch wahrscheinlich auch gar keinen Farbdrucker haben. Und ich finde, Schwarz-Weiß-Fotos können auch ganz gut funktionieren, vor allem wenn es um Architektur geht. Also das Erste, was ihr also klären müsst, ist, was sind die drei Fragen? Und hier möchte ich euch gerne ein paar Tipps geben, wie ihr diese drei Fragen finden könnt. Die erste Frage, das sind ja die ersten Sätze, die man liest über diese Person. Deswegen wäre es wichtig, wenn diese Sätze irgendwie was Persönliches ausdrücken. Ja, ich würde hier auf die allererste Seite zum Beispiel die Person zeigen. Ja, ein Porträt, ein Bild, dass man so einen Eindruck hat, wie dieser Typ drauf ist. Ne? Und hier sieht man schon so ganz gut, okay, sitzt auf seinem eigenen Stuhl, den er entworfen hat, hat nicht vier Beine, ist irgendwie so ein Freischwinger hier so gerundet, raucht Zigarre. Ist einfach so ein Genie, ja, so ein Genietyp, ich finde, das drückt so ein Foto ganz gut aus. Und dann sagt er halt so einen schlauen Satz. Also wenn ich diese Frage formuliere, kenne ich natürlich schon die Antwort. Also ich weiß natürlich, welche von den drei Antworten die richtige ist. Und jetzt versuche ich natürlich zwei weitere Antworten zu geben, die falsch sind.
Wenn ihr diese anderen beiden Antworten findet, könnt ihr natürlich irgendetwas euch ausdenken. Ja? Ich fände es aber besser, wenn ihr euch nicht einfach nur irgendetwas ausdenkt, sondern Zitate nehmt von Architekten, die so ähnlich sind wie Mies van der Rohe oder zur selben Zeit gelebt haben oder mit ihm zusammengearbeitet haben, um das schwieriger zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Na klar, könnte ich jetzt hier, sagen wir mal, das hier ist die richtige Antwort. Dann könnte ich ja bei B sagen, okay, eine mögliche Antwort könnte gewesen sein. Er sagte, berühmtes Zitat von Mies van der Rohe, ich mag gern Joghurt mit Pommes. Weiß aber jeder dann, ah, das ist ja eine Quatschantwort, das kann ja gar nicht richtig sein. Wisst ihr, was ich meine? Nehmt ruhig wirklich zwei Sätze, die von Persönlichkeiten sind, die so ähnlich sind wie er. Das heißt, da müsst ihr auch nochmal ein bisschen recherchieren und gucken, was sind denn das für andere Architekten, Zeitgenossen, die zur selben Zeit gelebt haben, so eine ähnliche Wirkung gehabt haben wie er. Was haben die denn so gesagt? Ihr findet das aber alles im Internet unter Zitate. Müsst ihr einfach mal Zitate googeln und den Namen von der Person. Okay? Das ist also die erste Frage, die ist sehr persönlich, hat etwas mit der Person zu tun. Die zweite Frage, bei der zweiten Frage geht es um das Schaffen, um das Wirken von dieser Person. Zu seinen bekanntesten Werken zählt. Hier sucht ihr euch ein Werk aus von dieser Person, die immer wieder auch genannt wird in den Medien. Ja, also wenn ihr diese Person googelt, werdet ihr sicherlich immer wieder mal auf ein bestimmtes Bild stoßen. Ja, und das deutet darauf hin, dass dieses Bild, in diesem Fall ne, dieses Werk hier, dieses Gebäude, gehört offensichtlich zu den Werken, die am ehesten genannt werden in Assoziation mit diesem Architekten. Jetzt haben wir also die Person kennengelernt, wir haben sein Schaffen so ein bisschen beleuchtet. Jetzt geht es um die Frage Nummer 3 und die deutet darauf hin, was gibt es so an Besonderheiten, ja? Irgendetwas, was man nicht so sofort erahnt über diese Person. Und hier habe ich mir halt bei Mies van der Rohe sein Wirken als Möbeldesigner noch thematisiert. Ja, es gibt ja viele Architekten, die auch Möbel entworfen haben. Es gibt auch Architekten, die haben Bilder gemalt, die waren künstlerisch tätig. Es gibt aber auch Architektinnen, die Bildhauerinnen noch waren oder Journalistinnen oder so. Also es gibt oftmals Persönlichkeiten, die in anderen Bereichen auch noch was ausprobiert haben und teilweise sehr erfolgreich waren. Das ist zum Beispiel, könnte Gegenstand sein von Frage Nummer 3. Ja? In diesem Fall geht es um seine Karriere als Möbeldesigner. Mies van der Rohe hat nicht nur Häuser entworfen, sondern auch Möbel. Dieses Werk namens Barcelona Chair war besonders, weil. Und jetzt geht es um die Antworten. Hier steht, weil hier der spanische König gesessen haben soll, weil es als erstes Möbel im IKEA-Möbelhaus verkauft wurde, weil es von den Nazis verboten wurde. Übrigens, eine Antwort ist natürlich die wahre Antwort, die anderen beiden sind falsch, aber die anderen beiden Antworten beziehen sich auch auf eine bestimmte Art und Weise auf Mies van der Rohe. Es gibt sozusagen einen Zusammenhang, sowohl was IKEA anbelangt, als auch die Nazis. Ja? Also, ich will jetzt nicht spoilern, also Mies van der Rohe hat nicht für IKEA gearbeitet, weil das war einfach die falsche Zeit. Ich verrate zu viel. Ihr werdet es herausfinden. Ihr wisst, was ich meine, oder? Es geht darum, dass man hier Antworten findet, auch bei den falschen Antworten, die irgendwie was auch mit Mies van der Rohe zu tun haben könnten. Ja. Und das findet man heraus bei der weiteren Recherche, was dahinter steckt, was da so die Hintergründe sind. Das macht ein Quiz spannend, okay? Vergesst bitte hier immer nicht die Bildunterzeilen. Hier seht ihr zum Beispiel den Barcelona Chair. Und hier ist dann noch eine kleine Bildunterzeile, die nochmal so das Bild einfach umrahmt. Eleganz auf vier Beinen, der Barcelona Chair. Man macht es meistens so, dass man einen Satz schreibt, der so ganz kurz ist, zum Beispiel Eleganz auf vier Beinen. Das sind nur vier Wörter und dann macht man Doppelpunkt. Dann löst man auf, ah okay, das ist der Barcelona Chair. Das ist eine eigene Kunst, ja, schöne Bildunterzeilen zu schreiben. Ich wollte es euch nur mal gesagt haben, weil gute Journalistinnen machen sowas, ja, die lassen nicht einfach so ein Bild unkommentiert da, sondern machen immer noch mal eine kleine Bildunterzeile. Ihr könnt das auch machen. Ja,
Ihr seid schlau und gut. Ja, also das sind also die drei Fragen und immer mit einem Bild. Und dann gibt es ganz zum Schluss noch einen Steckbrief. Und das ist einfach so ein bisschen Fleißarbeit, da müsst ihr ein bisschen recherchieren. Ne? Recherchiert das sauber, ja, also wann die Person geboren ist, wann sie gestorben ist, wo sie geboren und gestorben ist, immer auch semantisch bitte korrekt, ja, immer zuerst die Stadt und dann das Land in Klammern, Stilrichtungen. Da müsst ihr einfach mal gucken, welche im Internet angegeben werden, ja, für Stilrichtungen im Zusammenhang mit diesem Architekten, International Style, Moderne. Habe ich jetzt gefunden und hier sucht ihr dann drei bekannte Werke aus. Das ist nicht immer so einfach, aber versucht es einfach. Gut, kommen wir zu den Bildern. Man nennt es auch Bildredaktion. Mir ist sehr wichtig, dass ihr bei den Bildern darauf achtet, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren. Und deswegen gibt es hier ein paar Tipps bei der Beachtung der Bilder. Okay? Dieses erste Bild, das Cover. Das sollte schon mit dem ersten Blick ungefähr ein Gefühl vermitteln für diese Person, was diese Person gemacht hat. Dieses Bild möchte ich gerne, dass ihr das zeichnet. Sucht euch irgendein Werk aus von dem Architekten oder der Architektin, mit der ihr euch beschäftigt und zeichnet ein Bild in Schwarz-Weiß von mir aus. Scannt es ein und fügt es dann hier aufs Cover dazu. Okay, also dieses Bild, diese Zeichnung, die kommt von euch. Das ist mir wichtig, dass ihr das selber zeichnet. Na, ihr wisst, wie das geht, oder? Perspektivisches Zeichnen. Letztendlich könnt ihr auch einfach ein Foto aus dem Internet abzeichnen. Zu den anderen Bildern. Schaut mal hier. Also ein Hochformat, das nennt man Hochformat, weil es halt in die Höhe geht und nicht in die Breite. Kein horizontales Format, sondern ein Hochformat. Kein Querbild, sondern ein Hochbild. Macht sich natürlich in einem hochformatigen Magazin ganz gut, ja, wie ihr hier seht. Achtet darauf, dass es ein klares Bild ist, also dass hier nicht zu viele Sachen im Hintergrund sind, die verwirren. Ja, das ist einfach ein gutes Foto für ein Porträt. Ihr könnt natürlich auch ein Gesicht nehmen, ja, das geht auch, aber achtet darauf, dass es schwarz-weiß ist. Ja, das ist ein schwarz-weiß Bild, das ist ein schwarz-weiß Porträt. Zu diesem Bild hier. Ganz ehrlich, ich hätte es besser gefunden, wenn es ein Hochformat ist. Ich habe aber keins gefunden. Aber es ist trotzdem schön. Ja. Habt keine Angst vor diesem leerstehenden Bereich. Man nennt es auch Weißraum. So ein Weißraum kann auch einfach so ein bisschen beruhigend wirken auf so einer Doppelseite. Das ist jetzt nicht schlimm, dass jetzt hier nichts weiteres ist. Ihr könnt natürlich auch ein zweites Bild ergänzen, müsst ihr aber nicht. Ja. Das hier ist ein wunderbares Bild. Das nennt man freigestellt. Das ist ein freigestelltes Bild. Das heißt, dieses Bild hat keinen Hintergrund, sondern ist weiß drumherum. Und das sieht natürlich auf so einer Doppelseite hervorragend aus. Mit diesem schönen leichten Schatten da unten kann man bei Möbeln natürlich wunderbar machen. Ja, es gibt von Architektinnen und Architekten Möbelfotos meistens mit Freisteller, also so mit so einem weißen Hintergrund. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, so ein Bild auszuwählen, nehmt das mit so einem weißen Hintergrund. Das sieht einfach wirklich sehr überzeugend aus. Hier ist kein Bild bei dem Steckbrief und das war's. So ist also das Konzept von einem Architekturquiz. Hier könnt ihr noch dazu ergänzen euren Namen. Ja. Ich habe jetzt geschrieben Van Bo Le Mensel. Ich heiße eigentlich Van Bo Le Mensel. Wir können das hochladen im Internet und aus Datenschutzgründen würde ich sagen, müsst ihr nicht euren echten Namen schreiben, sondern könnt ihn auch verfremden, indem ihr einfach die Vokale in eurem Namen einfach nochmal ein bisschen verändert. Schreibt noch bitte die Klasse dazu, damit ich das einordnen kann und dann ladet ihr das hoch. Und wo diese Datei hochgeladen wird, das zeige ich euch jetzt. Das ist auch die Seite, mit der ihr dieses Dokument macht. Ihr braucht kein Layout-Programm, ihr braucht kein Photoshop, ihr braucht kein InDesign oder PowerPoint oder was auch immer. Ihr macht das wirklich alles online direkt auf der Seite. Und diese Seite heißt minibooks.ch. Auf geht's. Schritt für Schritt. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Klickt doch einfach mal hier auf Minibooks lesen. Und dann landet ihr hier im Archiv. Das sind alles Minibooks, die gemacht wurden, wahrscheinlich von Schülerinnen und Schülern. Und geht doch mal runter zum
31. Dezember, und zwar genau hier, seht ihr, 31. Dezember 2020 von der Quarantine School Architektur Quiz Mies van der Rohe. Hier habe ich meins schon mal für euch hochgeladen und es sieht dann so aus. Seht ihr unten an dieser Ecke, da könnt ihr einfach so weiterblättern. Also das, was ich euch gerade als Printversion gezeigt habe, kann man hier online sich auch anschauen. Das ist irgendwie ganz, ganz gut gemacht, finde ich. Hier unten habt ihr die Seiten nochmal in der Übersicht. Und ja, hier unten könnt ihr sogar noch einen Kommentar schreiben und schauen, ob es irgendjemand gibt, der damit schon gearbeitet hat. Also wirklich ein ganz schönes Tool, finde ich. Und ihr macht jetzt selber mal so ein Architekturquiz, okay? Und ladet das dann hier hoch. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Wir wollen ein Minibook schreiben. Dann klickt ihr hier auf Minibooks schreiben. Wählt bitte aus Minibooks A4. Und dann geht's auch schon los. Der Titel des Minibooks ist 3 Fragen zu Ludwig Mies van der Rohe. Und dann kommt hier ja noch ein Bild rein. Und hier steht dann ein Architekturquiz von, dann schreibt ihr euren Namen rein. Ihr könnt das zum Beispiel so ein bisschen verfremden, ne, wenn ihr euch Sorgen macht wegen des Datenschutzes. Welche Klasse? Klasse 11. So. Und was ihr jetzt machen könnt, ist jedes Mal, das könnt ihr wirklich nach jedem Pups-Schritt machen, hier auf Minibook-Vorschau klicken. Schaut mal, was passiert, wenn ich jetzt hier raufklicke. Dann seht ihr, wie im Moment der Zustand ist von eurem Minibook. Hier seht ihr 3 Fragen zu Ludwig Mies van der Rohe. Ein Architekturquiz von Van Boole Minzel, Klasse 11. Und diese Seiten sind ja alle noch gar nicht bearbeitet. Ja, das ist jetzt nur so ein Beispieltext. Aber so ist gerade der Zustand. Und ich empfehle euch wirklich jedes Mal immer wieder hier in diesen Modus zu gehen, um zu schauen, ob der Text richtig sitzt, ob die Bilder an der richtigen Stelle sitzen. Das könnt ihr wirklich jedes Mal machen, okay? Also hier fügen wir jetzt noch ein Bild ein. Es geht folgendermaßen. Ihr klickt hier auf dieses Symbol. Ja, dieses Bildsymbol, und dann könnt ihr ein Bild, und dann ist das hier, und darunter seht ihr so ein bisschen Text, Lorem Ipsum, das muss euch gar nicht interessieren, hier Breite, 240 Höhe und so weiter, das müsst ihr euch alles überhaupt nicht anschauen, klickt einfach auf OK, auf dieses grüne OK, und dann ist es auch schon hier auf eurer Seite. Minibook Vorschau anklicken, rechts oben, um zu gucken, wie es jetzt aussieht. Und ich finde, das sieht schon hervorragend aus. Ja. Fügen wir jetzt die nächste Seite hinzu. Hier kommt ja, also schaut mal nochmal. Nur damit ihr euch im Klaren seid, ja, wie die Seiten alle angeordnet sind. Auf der Seite 2 ist kein Text, sondern ein Bild. Auf Seite 3 ist eine Frage. Auf Seite 4 ist wieder ein Bild. Auf Seite 5 ist eine Frage. Also ich mache das nochmal zu. Hier auf Seite 2 ist also ein Bild. Ich klicke hier auf dieses Bildsymbol. Das ist nämlich dieses Bild von Ludwig Mies van der Rohe, wie er da so sitzt auf seinem Stuhl. Also ein Porträt. Okay. Minibook Vorschau klicke ich mal an, um zu schauen, ob das gut aussieht. Ja, es sieht super gut aus. Hier unten ist noch ein bisschen Text, ist ein Hilfetext, den du einfach löschen kannst, steht da. Das stört mich natürlich, da schreibe ich jetzt gleich was rein. Aber das ist auf der linken Seite des Bildes, auf der rechten Seite, auf Seite 3, Text, so ist es gewollt. Hier steht also, das lösche ich jetzt gleich mal. Hier steht die Frage Nummer 1. Ja, Frage 1. Ich schreibe die Frage in meinen Großbuchstaben. So, Frage 1. So, und hier kommt noch eine kleine Info, wie so eine Fußnote. Antworten finden Sie hier. Und dann kommt hier noch ein Link. www.minibook.com
Wikipedia. Ja, macht eure Quellen bitte bekannt. In Zeiten von Fake News ist es schon wichtig, dass ihr sagt, woher ihr eure Informationen habt. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt aussieht. Minibook Vorschau klicke ich jetzt an. Und jetzt seht ihr, ah, okay, auf Seite 2 haben wir das Porträt. Das ist jetzt gut. Ja, hier unter dem Porträt steht Frage 1. Das ist falsch. Das müsste eigentlich auf Seite 3 rüber. Und das machen wir, indem wir hier Frage 1, ne, könnt ihr einfach auf Enter drücken. Minibook Vorschau klicke ich wieder an und ihr seht, jetzt ist es wunderbar. Ja. Ich habe den Text zentriert gemacht. Ich markiere das mal und klicke dann hier auf dieses Symbol. Ne, das ist die Art und Weise, wie Schrift gesetzt wird. Ich habe das jetzt zentriert gemacht. Und Minibook Vorschau schauen wir uns mal an. Ja, das sieht schon besser aus. Gut, machen wir erstmal grob alle Seiten fertig. Ja, zu den Feinheiten können wir ja noch kommen. Wikipedia.de. So, die Schwierigkeit hier bei diesem Online-Programm ist, dass ihr nicht wirklich sehen könnt, wo die Seite beginnt und wo sie endet. Ja, also ich würde jetzt gerne sagen, hey, bitte fang jetzt diesen nächsten Text auf der nächsten Seite an. Das geht aber nicht. Ihr müsst halt wirklich immer so hin und her springen. Hier kommt jetzt wieder ein Bild hin. Ich klicke jetzt also wieder auf das Bildsymbol, Server durchsuchen und das nächste Bild ist dieses Bild von dieser Architektur von innen. Dieses wunderschöne Foto habe ich jetzt eingefügt und klicke jetzt auf Minibook Vorschau. A, neue Nationalgalerie. Schreibt es doch bitte auch wirklich so, wie ich das jetzt hier mache, dass ihr einmal den Namen des Gebäudes hier hinschreibt, neue Nationalgalerie, dann das Jahr, in dem es begonnen wurde, also als der Bau begonnen wurde, und dann die Stadt, in der dieses Gebäude steht, und dann nach dem Komma das Land. So, ja, ohne Punkt. Schauen wir uns das jetzt mal an. Minibook Vorschau. Okay, dieses Bild hier auf Seite 4 muss alleine stehen. Ja? Darunter ist jetzt Text. Frage 2 steht da. Das ist falsch. Ja, Frage 2 muss auf Seite 5 beginnen. Gehen wir nochmal zurück. Und jetzt mache ich einfach hier vor Frage 2 drücke ich einfach so 5 Mal auf Enter und dann gucken wir mal, was passiert. Jetzt ist die Seite 4 schön frei und Frage 2 beginnt auf der Seite 5, was korrekt ist. Allerdings könnte das ruhig noch einen Tick höher sitzen, die Frage 2. Die sitzt noch ein bisschen niedrig. Machen wir mal hier einmal Backspace. Minibook Vorschau klicke ich wieder an. Und dann sehe ich, dass auf Seite 5 Frage 2 oben steht. So ähnlich wie auf der Seite 3 Frage 1 auch ganz weit oben steht. So ist es korrekt. Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Schauen wir uns mal an, Minibook Vorschau. Ah, da seht ihr auch wieder auf Seite 6, dass, der Stuhl da nicht alleine steht. Ne? Da steht 3. Warum eigentlich 3? Da muss Frage 3 stehen. Mies van der Rohe. Gut, Frage 3. Keine Ahnung, warum da nur 3 steht und nicht Frage 3. Ich drücke einfach so 3-4 Mal auf Enter und dann schauen wir mal, ja, landet auf der nächsten Seite. Aber das war ein bisschen zu viel. Ich mache nochmal zweimal zurück. Backspace zweimal und jetzt sitzt das viel, viel besser. Okay, wunderbar. Gut, jetzt kommt die letzte Seite, die Steckbriefseite. Hier kommt noch der Hinweis Coverzeichnung. Das ist eine Bild, also das ist so, wie sagt man, so eine Art Fußnote. Dann steht hier der Name der Person, die das Cover gezeichnet hat. Ihr werdet ja das Cover zeichnen, deswegen schreibt ihr da euren Namen dann rein. Und jetzt schauen wir mal, Minibook Vorschau, ob das alles so stimmt. Bin ich mal gespannt. Aha, schaut mal hier. Auf der letzten Seite, Seite Nummer 8, steht gar nichts, das ist falsch.
Okay, irgendwas stimmt nicht. Steckbrief. Gut. Hier ist, ich weiß nicht genau, was es sein soll. Wahrscheinlich so ein Seitenumbruch. Ignorieren wir mal so. Jetzt habe ich es einfach weggemacht. Mini-Book-Vorschau. Jetzt ist der Steckbrief zu sehen. Aber ihr seht, was das Problem ist. Ja, hier steht Steckbrief, Name Mies van der Rohe, Vorname. Auch der Zeilenabstand zwischen Namen und Vornamen ist viel zu groß. Dann überhaupt, diese ganzen Zeilenabstände sind irgendwie schwer zu kontrollieren. Auf Seite Nummer 7 ist der Zeilenabstand okay. Auf Seite 8 ist der Zeilenabstand viel zu groß. Ich kriege hier gar nicht den gesamten Text unter. Wie gehe ich damit um? Wir müssen also den Text formatieren. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ihr habt hier oben, wenn ihr hier auf Normal klickt, dann habt ihr verschiedene Formate, ja, wie man Schrift benutzen kann. Normal ist jetzt gerade, das ist, also dieses Menü heißt eigentlich Absatzformat, ja, und jetzt ist gerade Normal eingestellt. Und hier könnt ihr diesen Text mal markieren. So. Und dann könnt ihr einmal die Größe natürlich einstellen, ja. Also 10 Punkt ist wirklich voll okay. 10 Punkt, 12 ist eigentlich schon viel zu groß. 10 Punkt ist wirklich voll in Ordnung. Es könnte vielleicht sogar 8 Punkt sein, aber machen wir mal 10 Punkt. Und hier nehmen wir als Absatzformat Adresse. Das ist das Absatzformat, was den Zeilenabstand relativ klein macht. Minibook-Vorschau, gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, jetzt ist der Zeilenabstand weniger, seht ihr? Jetzt kriegen wir auf jeden Fall alles rauf. Aber wir machen da noch ein paar mehr Abstände rein. So, wir bleiben dabei, dass wir es zentriert machen. Ich klicke hier nicht auf linksbündig, sondern zentriert. Dann sieht das jetzt so aus. Schauen wir mal, Minibook-Vorschau. Steckbrief, Name Mies van der Rohe. Ja, so sieht das schon sehr viel besser aus. Okay, jetzt können wir auch noch, das ist jetzt eine Spielerei, aber ja, dafür gibt es alles extra Punkte. Jetzt können wir auch noch mal darauf achten, ob wir bestimmte Dinge fett machen und manche Wörter nicht. Also zum Beispiel die Überschrift, die ist jetzt gerade im Moment noch kursiv, das muss nicht sein. Wenn ihr jetzt hier dieses Kursive wegmachen wollt, dann geht ihr hier wieder auf Absatzformat und gebt dann einfach ein Normal. So. Dann könnt ihr hier auch noch auf dieses B, das steht für Bold, also für Fett, klicken, dann wird es dick. Machen wir mal hier immer die Antworten dick. So. Ja, jetzt ist alles drauf. Gut, also. Im Großen und Ganzen ist jetzt das Layout klar. Jetzt können wir noch so ein paar Sachen ergänzen, wie zum Beispiel Bildunterzeilen. Also unter jedes Bild sollte eigentlich eine Bildunterzeile stehen. Und das machen wir jetzt mal hier bei der Seite Nummer 2, okay? Da ist der Kollege. Und darunter machen wir jetzt eine BU, eine Bildunterzeile. Diese Schrift ist garantiert viel zu groß. Wir machen jetzt mal hier bei dem Absatzformat ein anderes Format. Ich stelle wieder ein auf Adresse, weil das ist das beste Format, um den Zeilenabstand möglichst gering zu halten. Und dann gehe ich hier auf Größe und stelle hier ein 8 Punkt. Oh, Frage 1, es klebt jetzt so ein bisschen dran. Das machen wir mal hier. Zum kleinen Abstand. Und jetzt gucken wir mal, bin ich mal gespannt, ob das gut aussieht. Leidenschaftlicher Raucher Mies van der Rohe unter Seite 2. Aber Foto Werner Blaser ist nicht mehr drauf, seht ihr? Ja, das geht natürlich nicht. Foto Werner Blaser ist auf der Seite Nummer 3. Ja, ihr seht, es ist ein bisschen gefummelt, ne? Also man muss ein bisschen hin und her probieren. Jetzt habe ich das eine Zeile nach oben gerückt. Schauen wir nochmal, wie es aussieht. Raucher, wunderbar. Jetzt ist alles drauf. Aber das ist linksbündig und wir wollen ja immer zentriert sein. Deswegen noch die letzte Korrektur hier einmal auf dieses Zentriert. Okay.
Gut, ich werde euch jetzt nicht auch noch zeigen, wie man die anderen Bildunterzeilen macht. Das wisst ihr jetzt mittlerweile selbst. Ja. Auch die Quellenangaben hier, ne, wie bei Frage 1, darunter steht die Quelle. Antworten finden Sie unter Wikipedia und so weiter. Macht das bitte auch in einer anderen Schriftgröße. Ich meine diesen Satz hier. Da machen wir auch mal als Absatzformat Adresse. Und machen die Schriftgröße auf 8 Punkt. Minibook Vorschau. Ja, das sieht schon sehr viel besser aus so. Und wenn ihr dann wirklich komplett fertig seid, dann geht ihr auf Minibook Laden. Und dann könnt ihr hier dieses Minibook hochladen. Ja, ihr müsst euch dazu allerdings registrieren. Registrieren und ein Passwort und dann seid ihr durch. Ihr braucht wahrscheinlich so schon ein, zwei Stunden oder länger, um so ein fertiges Buch zu machen und dann könnt ihr stolz sein und das teilen mit dem Internet und dann können andere sich erfreuen an eurem Architekturquiz. Ihr macht jetzt ein eigenes Architekturquiz und ihr fragt euch, wen sollt ihr euch denn unter die Lupe nehmen? Hier kommen 7 Personen, die ich mir für euch rausgesucht habe. Und zwar sind das 6 Architektinnen, die die Welt verändert haben. Fangen wir mal chronologisch an. Das ist hier ein sogenanntes Mindmap. Also hier haben wir Griffin. Marion Mahoney Griffin, die hat Canberra geplant. Canberra ist eine Stadt in Australien, eine Verwaltungsstadt, also so eine Art Hauptstadt. Stadtplanung hat sie gemacht. Ja. Ihr könnt also euch mit Griffin beschäftigen und ein Architekturquiz über Marion Mahoney Griffin machen. Oder ihr macht ein Architekturquiz über die österreichische Architektin und auch die erste Architektin Europas, Schütte-Lihotzky, Margarete Schütte-Lihotzky oder Greta auch genannt, 1897 geboren bis 2000. Sie hat die sogenannte Einbauküche, also die Frankfurter Küche erfunden und ja, eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit, auch ein sehr politischer Mensch, war bis zu ihrem Lebensende Kommunistin, überzeugte Kommunistin und hat in der Sowjetunion gewirkt. Also erstaunlich erfolgreich dafür, dass es wirklich zu der Zeit kaum Frauen gab, die in der Architekturbranche gearbeitet haben. Ihr könnt euch auch beschäftigen mit Sklarek. Sklarek Norma, wie heißt sie? Norma Merrick, 1926 geboren und ich glaube, sie lebt auch noch. Sie hat das fulminante und spektakuläre Terminal One in Los Angeles in den USA entworfen oder mitentworfen. Das sieht so wie so ein, ja, sieht so aus wie, also wirklich so ein abgespacedes Ding. Ziemlich bekannt. Auch die erste schwarze Architektin, die man so kennt. Oder ihr könnt euch beschäftigen mit Lina Bobardi aus Sao Paulo. Die hat das Kunstmuseum gebaut. Sie steht ja, für den Brutalismus, könnte man auch sagen. Also das ist sehr, sehr massiv, sehr viel Beton. Sehr sozusagen modern, sagt man auch dazu. Ihr könnt euch auch beschäftigen mit Brown, Denise Scott Brown. Diese Frau hat das Children's Museum in Houston gebaut, entworfen, USA, 1931 geboren. Oder ihr könnt euch beschäftigen mit Zaha Hadid. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Architektin, die es gibt. Also eine der wegweisenden Architekten des 21. Jahrhunderts. Zaha Hadid, das Pheno zum Beispiel in Wolfsburg hat sie gebaut. Das ist so eine Art ja, Science Center. Oder ihr beschäftigt euch mit Katsuyo Sejima, eine Japanerin, die hat in New York City das New Museum of Contemporary Art gemacht. Also wirklich sehr imposanter Bau. Die hat eine Architekturfirma gegründet, die ist weltbekannt, die heißt Sanaa. Die lebt auch noch, also ist eine Architektin von heute. Das sind also die 7 Architektinnen, mit denen ihr euch beschäftigen könnt.
Und diese sieben sind auch beeinflusst von anderen Architekten. Das sind meistens sogar ihre Partner gewesen, die mit denen sie ja, ihre Karriere bestritten haben. Es waren auch Lehrer oder einfach inspirierende Persönlichkeiten. Das habe ich jetzt hier immer mit diesen Wolken angedeutet. Zum Beispiel Sejima ist beeinflusst durch Toyo Ito, auch ein sehr bekannter Designer und Architekt aus Japan, für den sie gearbeitet hat. Oder schaut mal hier, Zaha Hadid. Hier geht ein Pfeil lang zu Malevich, dem Maler Kasimir Malevich. Der hat sie beeinflusst, aber auch Rem Koolhaas, für den sie gearbeitet hat 1944, der auch ein Kollege war in der Lehre, in der Uni. Und ja, also hier sind noch sozusagen ganz viele andere Namen, mit denen ihr euch beschäftigen könnt, wenn diese Namen sozusagen schon vergeben sind. Ja, das sind also hier insgesamt so 16 Persönlichkeiten, mit denen ihr euch beschäftigen könnt. Und pickt euch einen Namen aus und macht ein Architekturquiz über diese Person. Ich freue mich über eure Arbeiten. Bye, bye.